Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine ganz normale zweimotorige Turboprop, die CL84 Dynaworld von Hobbyco. Aber nur auf den ersten Blick. Wenn man genauer hinschaut, merkt man, da ist hinten noch ein dritter Propeller dran. In Wirklichkeit ist das Ding nämlich ein Senkrechtstarter. Die Flügel klappen nach oben und so wird die CL84 zum Trikopter. Dreirotoriger Multikopter. Im Schwebeflug wird gestartet und dann, wenn das Modell eine gewisse Ausgangshöhe erreicht hat, wird in den Reiseflug umgeschaltet. Dann kippt der Flügel wieder nach vorne und das Modell wird wieder zum ganz normalen Flächenflugzeug. Wie das in der Praxis funktioniert, wollen wir uns jetzt mal anschauen. Den Strom für die CL84 liefert ein 4S-Lipo mit einer Kapazität von 2200 mA. Gestartet wird im Copter-Modus. Das Modell ist auf allen Achsen kreiselstabilisiert. Per Schalter wird auf den Reiseflug umgeswitcht. Den Übergang macht die Bordelektronik völlig selbsttätig. Hier nochmal aus der Onboard-Perspektive. Die Transition ist weich und total problemlos. Im Reiseflug nimmt die CL84 ganz schön Fahrt auf. Kein Wunder, bei der Flächenbelastung. Es sind stolze 115 Gramm pro Quadratdezimeter. Trotzdem fliegt sie dank Kreiselstabilisierung nie kritisch. Der Übergang zurück zum Schwebeflug. Da schaukelt's ein bisschen. In der Onboard-Perspektive ist deutlich zu sehen und zu hören, wie die Elektronik nachregelt. Im Copter-Modus geht's zurück zur Mutter Erde. Bei Gegenwind hat das Modell ganz schön zu kämpfen. Der aufgestellte Flügel wirkt wie ein Segel. Jetzt muss man beherzt den Knüppel nach vorne schieben, um vorwärts zu kommen. Alternativ lässt sich die CL84 auch wie ein herkömmliches Flugzeug starten und landen.